Moin Leute, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Chubby und heute haben wir euch eine oder wollen wir euch eine Pfeife vorstellen. Kurz zur Hintergrundgeschichte: Ich fahre in 1,5 oder 2 Wochen irgendwann in Urlaub. Also erstmal, wenn ihr Bock auf einen Vlog habt, ein Like da lassen. Und deswegen weil ich eigentlich meine Y4 Spike mitnehmen wollte, die aber groß ist und bisschen ja, es wäre ein bisschen Auftrag, die immer mit zum Strand zu nehmen. Diese scheiß Fliegen nerven hier immer. Hat meine Mutter bei uns im Shop in Hildesheim bei Came Smokes, Grüße, falls ihr das seht, eine Pfeife gekauft, eine Travel-Pfeife. Und ja, die ist es geworden. Das ist die CRT Mosquito Malaria in Blue und Shining Blue, wie man an dem Schlauch, den ich schon ausgepackt habe, sehen kann. Ich nehme jetzt mal die Pfeife weg, die Box hier meine ich. Und dann seht ihr schon die Pfeife, dann kommen wir aber gleich zu. Also geliefert hier in dieser Box, die größer ist als mein Kopf, glaube ich. Kamera, ist die größer als mein Kopf? Ja, okay. So, hier steht der Lieferumfang. Den lese ich mal kurz vor. Lieferumfang: Moskito, Malaria. Einmal Kaminaufsatz, einmal Naturtonkopf, einmal Kopfadapter, Tauchrohr, Rauchsäule, Diffuser, Base, Schlauchanschluss, Zange, Portable Case und Schlauchset, inklusive Schlauchanschluss, Silikonschlauch und Mundstück. Genau, hier sieht man CRT auf Shisha. Warte, ich halte das mal so. Da sieht man CRT auf Shisha. Welche Adresse das jetzt genau ist, keine Ahnung. Vielleicht vom Firmensitz oder Fabrik, was auch immer. Ja, damit können wir jetzt nichts eigentlich mehr anfangen. Ist hier noch irgendwas drin? Die scheint ziemlich leicht. Außer die Luftpolsterfolie ist da nichts mehr drin. So, kommen wir mal zur. Nee, also. Zur Pfeife kommen wir gleich. Hier ist die schöne mit einem kleinen Grashalm geschmückte Tragetasche, damit man, naja, es ist halt eine Travel Pfeife und so kann man die Travel Pfeife mitnehmen. Also, Kamin ist da, Mundstück ist da, der Tonkopf ist da. Ja, das ist ein, wie ihr seht, ja, keine Ahnung, ein Standardtonkopf, der im Komplettset immer dabei ist. Bei solchen Pfeifen werde ich anscheinend nie benutzen. Aber das scheint schwer und massiv zu sein. Deswegen, ja, vielleicht taugt er doch was. Mal sehen. Was ist dann noch dabei? Noch dabei ist die Zange. Ist eine, ja, passt zur Travel-Pfeife, eine kleine Zange. Die werde ich jetzt aber persönlich nicht mitnehmen, weil ich meine gute Zange, große Zange mitnehmen werde. Auf jeden Fall, die Zange ist dabei. Und ein, was ich irgendwie cool finde, ob das jetzt. Boah, fick mein Leben! Ist die weg? Ist die weg? Ist... Wir machen professionell weiter. Was ich ganz cool finde, ein Knickschuss ist dabei. Ein Knickschuss ist dabei, der ist relativ klein. Packe ich mal hier in den Tonkopf rein. Passt perfekt rein. Hier ist noch zum Befestigen einmal auf der rechten und auf der linken Seite ja, zum Tragen, so ein Tragegriff oder so. Könnte ich jetzt persönlich auch als Gürtel benutzen. Und genau, hier von CRT halt dieses. Ja, Emblem, sage ich mal, was eigentlich da rumkommt, aber mag ich nicht. Also jetzt nicht wegen CRT, sondern mag ich allgemein nicht so. Und der Kopfadapter ist dabei. Dichtung, sorry. Und ja, der Schlauch war auch irgendwie angepackt. Ich habe die nur einmal ausgepackt bisher. Und ich weiß nicht, wie die da reingestopft wurde. Ich krieg die nicht mehr rein. Na gut, kommen wir zur Pfeife selbst. Erstmal der Preis dafür. Der Preis kostet. Nee, die Pfeife. Der.
Die Pfeife kostet, ich glaube, 50 Euro, je nachdem, wo ihr die kauft. Und ja, kommen wir mal zu den Einzelheiten. Hier stand ja in Blue, in Shining Blue. Blue ist der Schlauch, also blau ist der Schlauch und hier die Base ist auch blau. Und die Bowl ist ja Shining-mäßig. Kann man ja kurz in der Kamera, in die Kamera halten. Vielleicht sieht man das Shining-mäßig, ja. Hier, was ich ganz geil finde, eine Art andere, ja, wie nennt man das? Andere Blowout-Ventile. Nämlich 9 Stück an der Zahl und die gehen alle nach außen hinweg. Hier die, ich sag mal, kleine Rauchsäule, die ist, die erinnert mich an ein Autoteil. Irgendwie so ein Teil aus dem Motor. Zumindest würde ich mir so ein Autoteil vorstellen, aus dem Motor, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Hier, ja genau, einfach Kopf drauf. Hier machen wir gleich den Schlauch dran. Und den vorgebauten Kopf. Wir warten noch auf die Kohle, die ich jetzt drehen muss. Und damit würde ich sagen, ach nee, scheiße, was ich ganz vergessen habe. Man kann das ja aufdrehen. Ist ja logisch, sonst kann ja kein Wasser rein. Und ja, also ich kann ja mal ganz kurz zeigen. So sieht die Bowl von innen aus. Ich gucke mal selber kurz rein. Ich habe die jetzt nicht sauber gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ja, Vor- und Nachteile hat. Seht einfach selbst. Kamera, sieht man das? Ja, es geht. Naja, das ist die Bowl. Und hier haben wir noch Base mit, wie man hier sieht, gut sehen kann, die Schlauch, hier die Ventilkugeln. Da war wohl ein Insekt auf der Kamera selbst. Die Schlauchventile. Und hier hat man das relativ kurze Tauchrohr aus Edelstahl, aber der Rest ist aus Alu, das ist Edelstahl. Und ja, Diffuser ist, warte, abschraubbar. Ja, ist abschraubbar auf jeden Fall. Große Löcher beim Diffuser, wie man vielleicht hier sehen kann. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Aufbau, beziehungsweise den Aufbau zeige ich euch jetzt nicht, weil ich das Video wirklich ziemlich kurz halten will. Kamera, wie viele Minuten sind das gerade? Ich wollte es eigentlich auf unter 10 Minuten bringen. Nein. 9 Minuten, fick mein Leben. Okay, mal sehen, wie viel ich rausschneide. Ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und testen mal das Raucherlebnis. Bis gleich. Wie man hört, hört man wenig, weil der Diffuser ist on point. Ich finde, den Diffuser haben die richtig gut hinbekommen. Wenn man den 1 mm, maximal 2 mm, den Wasserstand über dem letzten Diffuserloch hat, dann ist sie auch wirklich leise. So, jetzt kommen wir mal, also das ist ein Pluspunkt. Ihr könnt ja für euch, wenn ihr Interesse an so einer habt oder beziehungsweise an der CRT, Moskito Malaria, muss ich kurz auf den Karton gucken. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr ja für euch selbst eine Strichliste machen, was ich jetzt Positives als auch Negativ sage. Also positiv Diffuser. Auch positiv die Größe. Negativ ist jetzt, das ist mir eben, bevor wir angefangen haben zu drehen, passiert, nämlich, weil der Schlauch, ich weiß nicht, also der Schlauch war ja halt komplett eingerollt, damit es alles in die Tasche als auch in das kleine Kartonchen passt, sagt man das dazu, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, deswegen ist er halt so, wie er ist. So noch ziemlich rund und ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine, ne? Und dabei ist mir eben passiert, dass ich mich ein bisschen zu schnell gewackelt habe und es war wirklich nicht schnell, dass die Pfeife 2, 3 Zentimeter in eure Richtung gerückt ist. So, die stand hier und ist dann nach vorne gerückt. Das ist ein Negativpunkt, weil die Pfeife, als ich sie das erste Mal gefühlt habe, als auch eben beim euch vorstellen, hat sie sich schwer angefühlt, wo ich so dachte, okay, die hat Halt. Ja, hat sie doch nicht so unbedingt, weil, ja, also zumindest so auf so einer Betonplatte, wie ihr das hier gerade seht. Ja, es ist, also die rutscht halt, was schade ist, als auch, ich glaube, wenn man ein bisschen dran zieht, weil der Schlauch halt so gerade reingesteckt wird, ist halt die, ja, ich sag mal, die Masse ist nicht dick genug, beziehungsweise die Pfeife ist nicht schwer genug, dass sie nicht umfällt. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ich komme nochmal zum Rauchverhalten. Was heißt eigentlich nochmal? Ich kam dazu noch gar nicht. Nämlich, also, geraucht wird gerade Almasiva Ghetto-Lied. Ein, oder wenn nicht sogar der beste Orangentabak gerade für mich. Ocean 68 Funnel mit Kalut Lotus 2 Aufsatz ohne Deckel, weil zwei Kohlen drin und eine Kohle auf Kipp. So, Rauchverhalten. Ja, so ein Scheißvieh. Alter Schwede, auf meiner Brille. Rauchfalten. Die Pfeife hat einen Bombendurchzug, als auch, also sie lässt sich nicht zu schwer, allerdings auch nicht zu leicht ziehen. Und bei mir jetzt, wie man sieht, ich habe keine Pferdelunge, deswegen kommt bei mir auch kein Wasser in den Schlauch. Was ich aber jetzt auch wieder positiv finde, dass der Schlauch halt nicht seitlich befestigt wurde, damit leicht, also so nach oben kann halt viel, viel schwerer Wasser kommen, wenn ihr denn eine Pferdelunge habt und zieht wie ein Kelb. So, was ich noch geil finde, ist das Blowout-System über 360 Grad mit in insgesamt 9 mit 9 Kugeln und ja, ich würde einfach sagen, Kamera kann ja nochmal draufhalten, auch wenn es gerade schon gesehen wurde im Hookerporn. So, also im Großen und Ganzen ist es eine geile Pfeife. So, Alu-Mundstück, ich hätte jetzt für Urlaub mein eigenes mitgenommen, natürlich aus Carbon, weil Alu, weiß nicht, Alu am Mund mag ich nicht. Und allerdings Farbkombi passt perfekt, alles in Blau beziehungsweise auch Shining Blau. Und den Knickschutz braucht man jetzt nicht unbedingt, weil wenn der Schlauch anfangen sollte zu knicken, ist die Pfeife eh schon umgefallen. So, für 50 Euro kann man eigentlich nicht sagen. Wenn ihr irgendwie im Urlaub seid und ihr, ja, wie soll ich sagen, keine Geizhälse seid und vielleicht geht die irgendwie zu Bruch oder so, dann ist sie perfekt. Als auch für Festival, wo es noch härter zugeht oder ja, irgendwie Campingausflüge, wo dann gesoffen wird. Dafür ist die Pfeife Bombe und für den Preis auch. Mein einziger Makel ist wirklich die Standfestigkeit. Da hätte man wie bei der Ian Biro unten Gewicht hinmachen können, damit ja, halt nicht, damit sie halt nicht umfällt. Aber so im Großen und Ganzen kann man schon ein, ja, Kauf, nicht Kaufvertrag, was wollte ich sagen? Kaufempfehlung kann man da schon geben. Und damit würde ich sagen, dieser Zug hier geht auf euch. Gleich noch ein zweiter hinterher, weil es so lecker ist. So. Also, alles top, außer die Standfestigkeit. Vielleicht im Urlaub
werde ich sie doch mitnehmen. Ich habe gerade kurz gezweifelt. Wahrscheinlich werde ich sie jetzt einmal doch mitnehmen, weil mir gerade eine Blitzidee kam. Ein Blitzgedanke oder wie man das auch gerade nennen mag. Ich werde sie einfach in den Sand eine, ja, also was heißt eine Höhle, so ein Loch buddeln, so, weiß nicht, so tief ungefähr, vielleicht, und da halt die Pfeife reinstecken und dann Sand drumherum. Dann sollte auch wirklich jeder Idiot, beziehungsweise sollte es eigentlich durch einen Idioten wie mich nicht geschafft werden, dass die Pfeife umfällt. Ja, und wenn ihr irgendwie auf Stein oder so raucht, dann lieber einen Kopf nehmen, der nicht teuer ist, einen Aufsatz nehmen, der nicht teuer ist, weil ich nicht weiß, ob der Kopf dann zum Beispiel zu Bruch gehen würde oder jetzt der Lotus 2 irgendwie Kratzer abbekommen würde. Ja, wie gesagt, großes Manko für mich jetzt ist die Standhaftigkeit, aber sonst Rauchfalten, Durchzug, Verarbeitung, als auch Preis wirklich top. Und ja, jetzt müsst ihr entscheiden, kauft ihr sie nicht. Ja, damit würde ich sagen, einen guten Rauch. Ich würde mich über ein Abo freuen. Grüße vom kompletten Stammtisch, aka Maya, Christian und Martin, die Regie. Wir haben gerade eine Kamerafrau. Wenn ihr denkt, die Kamerafrau hat den Job gut gemacht, ab in die Kommentare. Und nicht vergessen, Hashtag deine Mutter, weil die Pfeife von ihr gesponsert wurde, in die Kommentare zu hauen. Damit würde ich sagen, tüdelü. Auch dieser Zug nochmal auf euch und genießt ja, die neue Woche oder wann auch immer ihr das Video seht. Und genießt den Sommer. Schüsseldorf.